Heute machen wir nur zwei Schichten, sonst kann man auch drei oder vier machen. Dann kriegt man eine Mehrtiefe von der Trägerfarbe. Ihr seht hier, das sieht ja so ein bisschen, also eine Art Lila-Grau aus. Ich finde die Farbe sehr gut, weil solche Farben sind ja sehr neutral und jetzt können wir so kräftige, leuchtende Farbe drauf machen. So, jetzt kommen wir zu unserem zweiten Teil. Das sind nämlich die Farbfelder und die Oberfläche kann erstmal trocknen und wir beschäftigen uns erstmal theoretisch mit Farbfeldern. Also, welche Möglichkeiten gibt es jetzt zur Gestaltung? Ich habe jetzt so eine kleine Grafik gemacht, wie wir das gestalten können. Also da gibt es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten. So, je nachdem, welches Format ihr gewählt habt. Also wenn ihr jetzt Hochformat gewählt habt, kann man zum Beispiel so eine Aufteilung machen. So eine Aufteilung kann man auch quer machen. Das sind also drei Farbfelder. Und jedes Mal sind die Felder kleiner oder größer. Hier, das ist die Variante, wo die Farbfelder gleich sind. Kann man auch so machen. Dann gibt es noch die Variante, oben klein, unten klein, in der Mitte groß. Diese Variante ist bei Roscoe sehr verbreitet. Das ist oben, unten gleich groß und in der Mitte was Kleines. Auch diese Variante ist sehr verbreitet, als Hochformat. Zwei Felder, oben, unten, gleich groß. Und ich werde heute mit euch zusammen diese Variante malen. Das heißt, oben hier kommt eine Farbe. In der Mitte kommt eine andere Farbe und unten kommt eine noch andere Farbe, aber die beiden sind gleich und in der Mitte ist ein kleiner Streifen. Welche Farben das sind, das sage ich euch gleich. Also ich werde jetzt diese Fläche wie folgt aufteilen. Oben kommt orange Farbe. Mittlere Streifen wird so eine Art Smaragdgrün und unten wird so eine Art Pink-Rose. Aber aufpassen, ich habe jetzt zum Beispiel zu allen Farben, die ich jetzt fertig gemischt habe, noch ein, zwei Tropfen Schwarz dazu gegeben. Wenn man Schwarz zu den Farben gibt, die Farben werden sozusagen ein bisschen gebrochen, die leuchten gar nicht, ne? Weil die Farben, die wir im Laden kaufen, die fertigen Farben, die sind ja alle sozusagen leuchtend und es tut manchmal gut, wenn man so ein bisschen, so einen kleinen Schwarz dazu gibt und dann werden die Farben ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen dezenter, irdischer. Okay? Also, die erste Farbe ist die Farbe, das seht ihr, das ist jetzt orange, aber es ist ein bisschen gebrochenes Orange. Das ist die zweite Farbe, das ist Smaragdgrün, ist auch ein bisschen ganz wenig Schwarz drin. Und das ist dieses Pink. In der Pink ist auch zwei, drei Tropfen Schwarz drin. Ihr könnt hier natürlich eure Farben wählen. Was mir aufgefallen ist bei Roscoe, ist sehr, sehr selten Blau. Also irgendwie hat er sehr wenig Blau.
Seine Farben sind ja sehr oft orange, rosa, pink, sehr viel gelb, so sandige Farben, korale Farben, bräunliche Farben, auch sehr viel grün ist auch sehr oft da und hellgelb. Also ihr könnt ja andere Farben nehmen, natürlich die Farben, die zusammen passen irgendwie. Oder was nicht passt, machen wir einfach fast. Okay? So, jetzt kommt unser erstes Feld. Orange. Und das mache ich jetzt mit Schwamm. Ich werde die Farben tupfen. Und ihr seht das wie. Also die Farben dürfen nicht so aussehen, als wäre es lackiert, eine volle Fläche. Das ist ja die Spannung, genau, dass die Farben nicht wie lackiert aussehen, sondern dazwischen auch die untere Farbe durchkommt.